Dass ich so athletisch aussehe, ist das Ergebnis eines verrückten Trainingsplanes, den ich schon ziemlich lange durchhalte, meint Hugh Jackman in einem Interview mit der Red Bull Zeitschrift The Red Bull Turn. Der australische Schauspieler ist von Frauen umschwärmt. Er hat einen sportlichen, durchtrainierten Körper. Er wird gefragt, wer ist dein größter Held? Und Hugh Jackman sagt, Nelson Mandela. Mich wundert, dass dieser sportliche Typ, dieser Actionstar, einen Held hat, der körperlich relativ schwach ist und der gewaltlos gekämpft hat. Mir scheint, Hugh Jackman ist es klar, den eigentlichen Kampf des Lebens, den können wir nicht mit körperlichen Kräften gewinnen, denn es ist ein geistiger Kampf. Es geht vor allem um den Kampf gegen die eigenen Ängste, um das Ringen gegen Ausgrenzung und Menschenverachtung in unserer Gesellschaft, das besonders Nelson Mandela uns vorgelebt hat. Und für mich gehört zu diesem Kampf auch das Ringen gegen die Verdrängung Gottes im eigenen Leben und im Leben der Gesellschaft. Für mich ist es letztlich ein Kampf zwischen Gut und Böse. Und ich glaube, dass das Gute im Endeffekt siegen wird und siegen kann. Die Kraft dazu für diesen Sieg kommt von Gott. Deshalb möchte ich den Psalmenvers singen. Gott, der Herr, ist die Kraft meines Lebens.